Spielzeug, Baby- und Kinderkleidung, Kinderbücher und vieles mehr. Das alles gab es beim Flohmarkt in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf. Flohmärkte aller Art boomen und das aus gutem Grund. Schont es doch nicht nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt. Biedermannsdorf ist Vorreiter in Sachen Umweltschutz und fördert mit dem zweimal jährlich stattfindenden Flohmarkt auch die Gemeinschaft. Den Tauschmarkt gibt es in Biedermannsdorf seit 30 Jahren wahrscheinlich. Wir haben das übernommen vor langen Jahren. Das Team des E-Kids, das ist das Stammteam und haben viele ehrenamtliche Helfer, die uns helfen. Also den gibt es eigentlich schon immer. Was steht denn da heute im Vordergrund? Ist es auch ein Zusammenkommen oder vor allem, dass man die Sachen hier los wird? Für uns Helfer ist es zweimal im Jahr auch ein Zusammenkommen. Aber natürlich ist es, dass die Leute ihre Sachen abgeben können und dann ab morgen kaufen. Also wird wieder verkauft. Seit wann sind Sie denn hier mit beim Flohmarkt dabei und helfen? Seit 6 Jahren. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Was war da der Anfang? Sie haben mich darum gebeten und ich fand es eine echt super Sache und das wollte ich unterstützen. Was sind denn da heute Ihre Aufgaben? Vormittags habe ich Kunden angenommen, Ware angenommen und nachmittags schlichte ich die Sachen alle weg. So ist das Praktische am Flohmarkt, dass man sich nicht selbst um den Verkauf seiner gut erhaltenen Ware kümmern muss. 30% vom Einkaufspreis werden vom Team einbehalten. Das wird dann für wohltätige Zwecke gespendet, je nachdem, was hier in der Umgebung gebraucht wird. Also wir versuchen es immer regional irgendwie zu vergeben. Wie finden Sie denn generell diese Idee eines Flohmarktes hier? Ich finde es wichtig, weil es sehr viele Eltern gibt, die einen ökologischen Gedanken haben, die dann sagen, die Schadstoffe sind schon rausgewaschen, mir ist es nicht wichtig, dass das Kind für diese kurze Zeit ein neues Produkt unbedingt haben muss. Es ist auch eine Kostenfrage natürlich und so finde ich dieses Share-and-Care-System einfach wirklich super und man kriegt ja echt viel für wenig Geld. Was für Sachen kann man da heute mitbringen? Das ist alles, was Kinder betrifft, bis 14 Jahre. Das ist Gewand, das sind Spielsachen, ja, alles. Gitterbett, Buggy, wenn wer abgeben würde, Krabbeldecken. Also alles, was Kinder betrifft, bis 14 Jahre. Gibt es da erfahrungsgemäß irgendwelche Dinge, die besonders beliebt sind? Eigentlich Kleidung. Natürlich, ja, weil da einfach die sehr gute Sachen günstig zu haben sind und auch die Spielsachen und die Bücher gehen sehr gut. Spiele gehen immer ganz gut weg. Wie groß ist in diesem Jahr das Team und was macht das aus? Also das sind immer ungefähr 20 Helfer, die zusammenhelfen, 20 bis 25 Helfer. Ist das ein ordentlicher Zusammenhalt in diesem Team? Ja, eigentlich schon. Also wir können uns aufeinander verlassen. Wir haben viel Austausch, auch privaten Austausch einfach, indem man sagt, man holt sich Erziehungstipps. Wir haben alle Altersgruppen an Kindern. Wir sind ja verschieden alt, alle zusammen hier im Team. Und es ist einfach eine gute Zusammenarbeit, was sehr schön ist. Der Kinderflohmarkt in Biedermannsdorf fördert also das Zusammensein, unterstützt wohltätige Zwecke. Die einen machen in ihrem Zuhause Platz für Neues, die anderen bekommen gute Ware zu einem günstigen Preis und man schont die Umwelt. Das klingt doch zu gut, um wahr zu sein.